Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Doki Doki Literature Club. Outcast Mod. Da geht es jetzt um die Yuri. Und so wie halt jemand sie interpretiert, das spielt, glaube ich, nach dem Ende. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal rein. Wir haben ja jetzt schon diese Just Monica Mod ausprobiert und jetzt würde ich das gerne auch mal ausprobieren. Enter your name. Okay, bleiben wir dabei. Es ist wie immer wieder auf Englisch. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Funktioniert das Ding überhaupt? Oh, hallo. Danke, dass du. Vielen Dank dafür, dass du Doki Doki Outcast spielst. Ich habe lange Zeit damit verbracht. Love to hear what you think when you are finished. Ich würde gerne hören, was du darüber denkst. Es sind verschiedene Enden und Auswahlmöglichkeiten, verschiedene Szenen. Also es ist keine lineare Erfahrung. Und fühlt frei, dich zu speichern. Mehreren Monaten. Nur nach einigen Monaten Entwicklung. Hier ist Doki Doki Outcast. Ich hoffe, du wirst es mögen, Matt. Danke, Matt. Matt Damon. Oh Gott. Act 1, Chapter 1, The Meeting. Das ist, die Story geht, glaube ich, auch 4 Stunden oder so. Ja. Meeting. Ich habe hier wieder, wie das letzte Mal, meinen Google-Übersetzer mit der Kamera. Oh, es geht eigentlich, was das an Zeug saugt. Mal schauen, ob das funktioniert gescheit das mal. Das letzte Mal war es nicht ganz so der Hit. Aber es hat geholfen, bei manchen Sachen zum Übersetzen. Bei manches hat es nämlich auch gleich gehabt. Ich bin durch meinen Wecker aufgewacht und schalte ihn aus. Es ist 7:30 Uhr am Dienstag. Ich fühle mich müde, als ich aus dem Bett steige. Ich reibe meine Augen und strecke mich. Ich möchte nicht zu spät zur Schule kommen. Oder tue ich? Ich ziehe mich für die Schule an und gehe die Treppe runter. Das sind auch voll die neuen Assets, ne? Das schaut schon gut aus, aber richtig gut. Leck mich fett. Ich gehe. Sag mal, haben die eigentlich alle keine fucking Eltern? Ich meine schon bei der Sayuri. Sayuri? Sayuri, ja. Wo sie sich aufgeregt hatte, war ja keiner daheim. Schon vorher nicht und da ja auch nicht. Ich gehe in meine Küche, mein Frühstück. Ich habe mich entschieden, Cerealien? Ah, Müsli. Ja. Ich habe nicht viel Zeit, bis die Schule losgeht. Ich esse mein Frühstück, schnappe mir meine Schultasche und gehe aus der Tür raus. Ich gehe zur Schule. Und als ich dahin gehe, höre ich jemand nach mir rufen. Es ist eine Mädchenstimme. Nicht nur das, es ist auch eine familiäre. Oder einem Bekannte. Ich drehe mich um und sehe meine gute Freundin Sayori auf mich zu rennen. Er ist in so was, warte auf mich. Ich warte darauf, dass sie zu mir aufholt. Sie ist eine meiner nächsten Freunde. Dating back to my child. Achso, ja. Sie ist eine meiner engsten Freundinnen aus meiner Kindheit. Sayori holt mich völlig ein, außer Atem. Oh, die Übersetzung hat jetzt hier gut funktioniert. Oh, gib mir eine Sekunde. Ich warte geduldig, während Sayori sich bemüht, wieder zu Atem zu kommen. Alright. Okay, mir geht's jetzt besser. Hey, wie ist dein Morgen gesehen, oder? Nee. Da weiß ich meinen, ne? How are you this morning, Sayori? Großartig, du bist fast von mir weggekommen, aber ich hab dich erwischt. Hehehe. Nur weil ich auf dich gewartet habe, Dummkopf. Ja, ich denke mal, das ist wahr. Wie auch immer. Wie geht's dir heute Morgen? Ah, mir geht's gut, nur ein bisschen müde ist alles. Ich habe viel Zeit damit verbracht, Anime zu schauen und Videogames zu spielen, diese Wochenende. Du solltest dich wirklich besser ausruhen. Schlaf ist wirklich gut für dich. Ich weiß, ich weiß.
sagt der Typ, der hier gerade um 22:50 Doki Doki Outcast spielt, anstatt mal früher ins Bett zu gehen. Time just get away from me. Die Zeit ist entgegen mir einfach. Tust du wirklich nichts anderes außerhalb dieser zwei Hobbys? Ich denke nach für eine Sekunde. Nee, eigentlich nicht wirklich. Um ehrlich zu sein, ich habe mich immer mehr isoliert in den letzten Jahren. Sonst hat I don't enjoy the company of people, just prefer to be alone. Es ist nicht so, dass ich nicht Gesellschaft von Menschen genieße, ich bevorzuge es einfach die meiste Zeit allein zu sein. Nicht wirklich, wenn ich so darüber nachdenke. Warte mal, ist das das, wo wir dann in die, einfach den Club beitreten? Viele Sachen zu tun, was hast du, Clubs? Place to start, I don't know, there are many clubs that interest me. Das ist der Standard-Ding, ne? Literaturclub? Ich denke nicht. Okay, wir spulen ein bisschen vor, weil das ist... Accept her offer. Alright, I'll stop by. Yeah. Das ist wirklich dann der Start vom eigentlichen Spiel. Ja, geh weg, du komisches Viech da. Weiß es so, dass... In Japan ist es auch üblich, dass man ständig die Klassen wechselt, ne? Also, dass immer jedes Jahr die Klassen anders zusammengestellt werden. Und entschuldigt, ich drück kurz was. Ich habe jetzt vorher schon eine halbe Stunde über Just Monica gelabert und übersetzt. Oh, das erinnert mich an was. Wo ist das Ding eigentlich genau? Es ist einfach nur die Treppen hoch, die Halle entlang. Bei den dritten Jahrklassen. Du kannst es gar nicht verfehlen. Alles klar, hört sich gut an. Ich sehe dich später, Sayuri. Ah, das wird so viel Spaß machen. Ja. Ich hoffe es wenigstens. Ich gehe in meine Klasse. Ist wieder immer das, wird das Standard vorbeigelaufen. Die Klingel läutet. Verlassen hier das Song. Ich gehe in den Gang. Ich gehe zum Clubraum. Was soll ich denn sagen, wenn ich da hinkomme? Ich lese oder schreibe nicht oft. Und auch nicht, also vor allem nicht in meiner, zumindest in meiner Freizeit. Ich weiß so gut wie gar nichts über Literatur. Außer über Manga. Ich denke mal, ich versuche es einfach und versuche mich natürlich zu verhalten. Es ist ja auch nur ein Club. Ja, warte, was war das jetzt? Es ist eigentlich nur ein Club. It can't be that bad. Es kann nicht so schlimm. Ich bin nicht auf jemanden gestoßen. Ich habe nicht gut aufgepasst. Ich drehe mich um zu dem Mädchen, das ich gerannt bin. Sie schaut mich an. Oh meine Güte. Es tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst. She looks away. Sie schaut verlegen weg. Ich denke nicht, dass sie sich entschuldigen müsste. Es war klar, dass ich derjenige bin, der nicht aufgepasst hat und sie reingelaufen bin. Oh nein. Oh no, don't be. Oh nein, sag das nicht. Ich habe mich beeilt und bin in dich gestoßen aus Versehen. Es tut mir wirklich leid. Sie sieht ein wenig schüchtern aus. Ich muss die Situation retten. Hey, ich verspreche dir, du hast nichts falsch gemacht. Es war jetzt komplett alleine meine Schuld. Es ist nicht nötig, darüber nachzudenken. Vor allem, es war ja nur ein Unfall, richtig? Ich denke mal, du hast recht. Bist du in Ordnung? Hast du dich verletzt? Nein, mir geht's gut. Gut. She dropped her book after I ran into her. Ich schaue nach unten und merke erst, dass sie ihr Buch verloren hat, als ich hier näher gerannt bin. Oh, deine Bücher. Lass sie mich für dich aufheben. Oh, das ist diese typische Schulszene, ne? Wenn du vor jemandem Bücher umhaust. Ich gehe auf meine Hände und Knie und fange an, die Bücher aufzuheben. Während ich nach ihnen greife, sehe ich, dass es keine Schulbücher sind. Sie hat eine Handvoll von Novels, Romane. Sie muss wirklich lesen mögen. Ich gehe zurück auf meine Füße und gebe ihr die Bücher. Hier hast du sie, all deine Bücher. Ich hoffe, sie sind nicht beschädigt oder sowas. Oh, ich bin sicher, sie sind in Ordnung. Danke, sie stottert für eine Sekunde. It's only some I realized that I haven't... und dann bemerke ich erst, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Oh, tut mir leid, ich bin Sensoras. Schön, dich zu treffen, Sensoras. Mein Name ist Yuri. Schön, dich ebenfalls zu treffen. Ich reiche ihr meine Hand.
Sie akzeptiert meinen Handschlag. Wir stehen da ein bisschen komisch für ein paar wir stehen ein paar Sekunden unbeholfen da. Ey, das übersetzt das richtig gut, Alter. Warum hat das vorhin so gespackt? Wo gehst du hin, Juri? Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Club. Oh, welcher Club ist das? Es ist der Literaturclub. Ich hätte eigentlich wissen sollen bei der ganzen Menge an Material, die sie dabei hat. Oh, was für ein Zufall. Ich bin da gerade selbst auf dem Weg hin. Ach, wirklich? Ich hab dich dort noch nie gesehen. Bist du ein neues Mitglied? Nun ja, ich versuche eine Antwort zu finden, aber dann wurde mir klar, dass sie immer noch nicht eingesetzt ist. Stein, der sich angeschlossen hat. Was ist das für eine Übersetzung, Alter? Achso, das ist noch nicht den Stein gemeißelt, dass ich beitreten werde. Eigentlich fahren auch about the club because of a friend. Ich habe über den Club herausgefunden, nur über einen Freund herausgefunden und ich dachte mir, ich gebe ihm eine Chance. Und das ist sehr nett von dir. Auch wenn du es gerade tust, weil sie dich gebeten hat, es zu versuchen. Endearing, was heißt das? Es ist sehr liebenswert, okay. Juri gibt mir ein warmes Lächeln. Es ist ein sehr angenehmer Blick, um ehrlich zu sein. Sie scheint fast meine Situation zu verstehen. Sayori hat mich so ziemlich angefleht, mitzumachen. Danke, Juri. Nun, in dem Fall, sollen wir zusammen hingehen? Was steht da? Juri hat einen unsicheren Ausdruck auf ihrem Gesicht. You don't have to, if you don't want to. Achso, du musst nicht, wenn du nicht willst. Ich habe nur herausgefunden, dass wir in dieselbe Richtung wollten. Richtig. Das wäre schön. Also dann, los geht's. Ist ja nicht so, als ob sie jetzt noch 10 Kilometer miteinander wandern würden. Juri und ich ersetzen unseren Weg zum Literaturclub fort. Es ist meistens ruhig, aber es macht mir persönlich nichts aus. It's quiet most of the way, but personally... Also okay. Und Juri scheinbar auch nicht. Wir beide kommen am Club an. Ich schaue in die Tür, um zu sehen, ob noch jemand drin ist. Ich sehe drei Mädchen. Zwei davon kann ich nicht, von denen ich zwei nicht erkennen kann, weil sie sich umgedreht sind. Wie auch immer, drei von den Mädchen, ich kann Sayori in den Raum sehen. Nun, da werden wir. Ich nehme die Tür, den Türgriff und öffne die Tür. Ich gehe in den Raum, gefolgt von Juri, und schließe die Tür hinter mir. Oh, Sensor, du bist gekommen. Ich versuche meine Versprechen zu halten, nicht wahr? Hallo, Sensoras. Ist euch übrigens aufgefallen, ich habe ein paar Secrets und sonstiges Zeug zum Doki Doki Literature Club gelesen. Und seht ihr die Bilder? Sie ist die Einzige, die dich direkt anschaut. Sie schaut leicht links schräg weg, während sie dich direkt anschaut. Genauso wie sie andere im Menü andere Strümpfe anhat, wie die anderen. Die anderen haben alle weiß, während sie schwarz anhat. Es ist schön, dich hier zu treffen. Oder zu sehen. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Es ist Monika, das populärste Mädchen in der Schule. Siehst du im Literaturclub? Danke, dass du bei dem Club vorbeigeschaust. Siehst du auch die Präsidentin? Ich denke mal, ich sollte nicht überrascht sein. Monika war schon der Club von vielen, Präsidenten vieler Clubs. Hey Monika. Thank you for having me. Danke für die Einladung. Achso, okay. Komm schon, Sayori. Du hast wirklich einen Jungen mitgebracht? Aus dem Nichts taucht plötzlich ein drittes Mädchen auf. Es ist hart zu sagen, ob sie im selben Jahr. Es fällt mir schwer zu sagen, ob sie noch im selben Jahr ist wie wir. Auf jeden Fall hat sie mich nicht gerade herzlich willkommen geheißen. Es ist so, das ist wirklich cool. Er ist super nett und arbeitet hart. Ich bin mir nicht sicher über den hart arbeiten Part, aber ich denke mal, ich nehme es mal als Kompliment. Uah. Das zerstört die Atmosphäre. Sie lässt sich zurück an ihren Sitz plumpsen. Es tut mir leid über Natsuki, Sensoras. Ich verspreche, dass sie nicht wirklich normalerweise nicht so ist. Die ist
du Having Boy. Sie ist nur nicht gewohnt, Lungen in den Club zu haben. Wir sind wirklich erfreut, dass dich hier zu haben. Monika gibt mir ein Lächeln. Er ist sogar hier, Alter, sogar wenn sie schräg schaut. Ja, wobei, das ist dann schon eher so. Danke, Monika. Albay? Es ist schön, wenn auch etwas unangenehm. Ich denke mal, ich bin jetzt nicht gewohnt, von hübschen Mädchen umringt zu sein. Ich denke mal, du kennst Yuri auch, korrekt? Nun ja, wir sind nur... Ich schaue neben mich und sehe Yuri. Und dann sehe ich... Dann sehe ich ihn am Schreibtisch sitzen und ein Buch lesen. Es sieht so aus, als hätte sie sich still und heimlich von der Gruppe entfernt. Sorry, I lost my train of thoughts. Entschuldige, ich habe meine Gedanken verloren. Ich war Gedanken verloren. Wir haben uns kurz gerade erst getroffen. Wir sind zufällig ineinander gestoßen, als wir im Gang entlang gelaufen sind. Perfekt. Ich denke, dann kennst du jeden. Außer so was, komm und setz dich hin. Wir haben die Tische für ein Meeting arrangiert. Alles klar. Ich habe ein paar handgemachte Cupcakes mitgebracht. Oh, soll ich etwas Tee machen? Ich setze mich hin bei der Gruppe von Tischen. It's going pretty good so far. Also es scheint ziemlich gut zu laufen. Monika sitzt mir gegenüber. Sayori sitzt kurz darauf neben mich. Was sind deine was sind deine Interessen beim Lesen und sowas? Coloration with literal. Hattest du schon immer einen Zusammenhang mit Literatur? Und da geht meine Entspannung dahin. Well, tada! Ich werde unterbrochen, als Natsuki ein volles Tablett mit Cupcakes bringt. Ohne einen probiert zu haben, kann ich bereits sagen, dass sie lecker schmecken werden. Ich hoffe, ihr mögt sie. Sayori hat sich gleich einen geschnappt. Monika und ich nehmen uns auch ein. Die sind schon gut. Danke, Natsuki. Natsuki gibt Sayori ein großes Lächeln. Sie muss es wirklich genießen, ihr Backen mit anderen zu teilen. Hat sich jetzt ein bisschen komisch angehört. Und dann schaut Natsuki auf mich, als würde sie darauf warten, dass ich etwas sage. Monika beißt in ihr Cupcake. Ich folge. Genauso wie ich mir das vorgestellt habe, sie schmecken einfach lecker und sind... Und voller Gunst? Komische Übersetzung. Und voller Geschmack. Monika schaut selbst überrascht. Sehr lecker. Danke, Natsuki. Einige deiner besten Backen. Das Beste, was du bisher gebackt hast, oder eins deiner besten. Ich stimme zu, das war sehr gut. Danke, Natsuki. Du hast sie selbst gemacht? Ja. All made from scratch. Scratch? Alles komplett selbst gemacht. Es war sehr gut, danke. Du magst sie? Absolut, warum denn nicht? Nun ja, weil... Natsuki stottert. Oder zögert. Es ist nicht so, als ob ich sie für dich gemacht hätte. Ich weiß. Ich wollte nur sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Danke, denke ich mal. Als wir weiter miteinander reden, kommt Yuri zum Yuri bringt Tee. Sie setzt sich hin und she sets it down on the desk. Achso, sie stellt es am Tisch ab und gießt jeden eine Tasse Tee ein. Oh, jetzt hast du gekommen, da gießt jeden das ein. Bist du ein Fan von Oolong-Tees und sowas? Ich hatte bisher noch keinen, aber ich genieße Tee. Ich denke mal, ich bin sicher, ich werde ihn mögen. Yuri smiles, she pours tea in my cup. Yuri lächelt, als sie Tee in meinen Becher gießt. Just like Natsuki, she seems excited about sharing. Genauso wie Natsuki scheint sie sich darüber zu freuen, etwas mit den anderen zu teilen. Nachdem jeder seinen Tee serviert hat und Cupcakes, sitzen wir halt dort und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Also, was wolltest du sagen, Sinsoros? Um komplett ehrlich zu sein, ich lese nicht wirklich oft. Ich lese Manga, aber das war's schon. Nicht wirklich ein Leser, hä? Nun ja, das heißt nicht, dass ich Lesen nicht genießen kann. Don't fret. Fürchte dich nicht?
Ärgere dich nicht? Ärgere dich nicht, sind sowas. Es gibt bestimmt genug Material, das du mögen wirst. Wir können bestimmt etwas finden, das dir gefällt. No matter your reading of interest level, egal was dich interessiert. Danke Leute, das ist sehr nett von euch. Was magst du denn beim Lesen? Ich? Lass mich sehen. Juri streicht mit ihrem Finger am Tee. An der Teetasse entlang. Okay, das ist das Übliche, dass sie halt Fantasiewelten mag. Wo das Level der Kreativität und sowas wirklich großartig ist. Gute Story von einer fremden Welt. Juri, weiter. Das ist eigentlich wieder fast dasselbe, nur ein bisschen umgeschrieben, ne? Wenn immer sie spricht, ich kann mir nicht helfen, aber ich muss ihr zuhören. Juri hat eine schöne, sehr, sehr ruhige Stimme, der ich den ganzen Tag zuhören könnte. Aber ich genieße viele Dinge. Ich mag auch Stories mit tiefer psychologischer und Horror-Elementen auch. Return the tables while making a question. Also sie können wirklich den Spieß umdrehen, während sie ihre Fragen stellen. Zur eigenen Moral. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass du auch Horror magst, Theorie. Das überrascht mich ein bisschen. Nachdem, was für eine ruhige Person du bist. Ich denke mal, das könnte man sagen. Wirklich alles, was mich in eine andere Welt entführen kann und gut geschrieben ist. I find it difficult to put down afterwards. Wo haben wir denn eigentlich? Ja, ich denke mal, ich muss jetzt dann doch mal aufhören. Ah, ich hasse Horror. Oh, wie kommt das? Nun ja. Says much to it. Ich denke mal, da ist nicht viel dahinter. Jede Horror-Novelle, die ich gelesen habe, fühlt sich irgendwie gleich an. Es fühlt sich an, wie wenn es nichts immer das gleiche wäre, außer Gore und Schock. Es ist viel mehr darin, Natsuki. Maybe, but that's just me. Aber das bringt vielleicht nichts nur an mir. Du magst eher Sachen über süße Dinge, nicht wahr, Natsuki? Was? Nein, ich... Ah, Natsuki, du bist eher der süße Typ, ha? Dein Backen, deine Personalität, dein Schreiben. alles an dir schreit einfach nur süß. Ich bin nicht süß. Du schreibst Poesie, Natsuki? Nein. Ich denke nicht, dass es etwas Schlimmes wäre. Fein. Ich mag Gedichte zu schreiben. Gelegentlich Gedichte zu schreiben. Du solltest sie mal zeigen irgendwann. Er wird sehr heiß. Natsuki wendet den Blick ab. Nein, du würdest sie nicht mögen. Ich verstehe, wie Natsuki fühlt. Dieses Level von Schreiben zu teilen erfordert mehr als nur Vertrauen. Du musst bereit sein, sich deinem Leser zu öffnen. Schwachstellen zeigen, tiefste Bereiche des Herzens. Denkst du, du könntest uns etwas von deinen Werken zeigen, Juri? Vielleicht würde Natsuki dann auch eins von ihren zeigen. Ich denke mal, ist dasselbe für Juri. Oh, aber ich möchte die Gedichte von den anderen lesen. Wir alle sitzen still da für einen Moment. Okay, alle miteinander, ich habe eine Idee. Natsuki und Juri schauen in Monika neugierig an. Okay, das ist doch dasselbe. Gedichte schreiben, bla bla bla. Ja, let's do it, Sayori. Komm, Natsuki. Finally speaks. I guess you don't have much of a choice. Finally do it. Okay, wir schreiben jetzt alle Dinge. Alright, great, best Juri. Haha, okay. Entschuldigung, dass ich da durchgehe, aber das ist dasselbe wie beim anderen Spiel. Und jetzt haben wir dreimal durchgegangen. Well, I'm not sure this club was for me. If another club's too... Ah ja, das ist die Stelle, wo es jetzt alle... Varos, du willst hier nicht beitreten? Das sind alle jetzt aber... Doch, ich dachte... Soras... Wie sehr schon... Okay. Alright, I've made my decision. Ich trete bei. Und plopp, alle sind wieder oben. Wirklich? Bla bla bla, hey, gut. Okay, alle zusammen. Ich freue mich schon auf deins. Hehehe. Ja, ich werde mein Bestes tun.
Walk to home together. Ich verstehe. Okay, tschüss. Das war ein ziemlich interessanter Tag. Aber es hat mir gefallen. Monika muss wirklich hart gearbeitet haben, um sie zu finden. Alle sind irgendwie. Maybe I can become good friends. Wir können vielleicht gute Freunde werden nächsten Tag. Vielleicht kann ich irgendwo hingehen, wo es ruhig ist zum Schreiben. Das ist wirklich gut, um Inspiration zu bekommen. Ah, okay. Der ist jetzt nicht mit der Sayuri nach Hause gegangen. Das haben wir jetzt leider verpasst, weil ich durchgeklickt habe. Do my best. Ah, okay. Die Sayuri bleibt, um der Monika zu helfen. Ich gehe nach draußen zum Eingang. In irgendeiner direkt, in einem zufälligen Weg. Ich glaube nicht, dass es eine gute Wahl wäre, nach Hause zu gehen. Nach Hause zu gehen, wahrscheinlich zögern. Hä? Egal. Ich bin ungefähr 10 Minuten gelaufen, bevor ich eine Pause mache und mich auf eine nahe Bank setze. Ich nehme meine Schulsachen und lege sie dort hin. Gedichte. Ich nehme meinen Notizblock heraus und einen Stift und fange an zu schreiben. Ich kann noch nichts denken, was ich schreiben soll. Ich glaube, ich habe bereits jetzt eine Schreibblockade. Ich würde keinen guten Schreiber machen. Was lässt sich das sagen? Hä? Ah, ich habe so fast gedacht, dass jetzt kommen neue Sachen dazu. Ich schaue nach oben und sehe Filling, wie meine Vision erfüllt. Mein Gesichtsfeld ausfüllt. Oh, tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Vergib mir. Juri liegt schüchtern weg. Blickt schüchtern weg. Haha, es ist okay, Juri. Mach dir keine Sorgen deswegen. Mir geht's gut. Ich habe dich nur nicht gesehen, dass du da bist. Richtig. Ich bin nur gerade nach Hause gelaufen und habe dich da sitzen sehen. So, ich dachte, ich könnte hinkommen und Hallo sagen. Oh. Das ist wirklich nett von dir. Das ist ein kurzer Moment der Stille zwischen uns. So, was hast du gerade gesagt? Nicht, dass ich zugehört hätte oder sowas. Ach, nichts wirklich. Ich habe bloß überlegt, was ich schreiben könnte für einen Club. Ah, ich sehe. Keine Inspiration? Keine Idee? Keine Inspiration nehme ich an? Exakt. Es ist auch der Fakt, dass ich nicht wirklich oft Gedichte schreibe. Ich glaube, er hat auch nie Gedicht geschrieben. Aber ich kann sehen, dass du eine intelligente Entscheidung getroffen hast, irgendwo hinzugehen, was dich inspirieren könnte. Ja, ich fand diesen Ort irgendwie entspannt. Notes in Agreement. Juri nickt zustimmend. Darf ich? Points to an empty spot on the bench. Juri setzt sich auf einen leeren Platz auf der Bank. Ja, dass sie sich jetzt nicht auf meinen Schoß guckt, ist mir klar. Natürlich. Ich weiß, es gehört dazu, sowas zu schreiben. Juri setzt sich neben mich. Danke. Jederzeit. Hast du irgendeine Idee, über was du schreiben möchtest? Ehrlich? Nicht wirklich. Ich denke aber, es muss sehr viel einfacher sein für euch. Ihr seid alle so talentiert. Ah, don't put yourself down like that. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Wir alle starten irgendwann, tun wir? Ich liebe Gedichte und Schreiben. Aber ich habe am Anfang auch, hatte am Anfang auch zuerst Probleme. Es braucht Zeit und Übung. Das ist wahr. Was inspiriert dich, Juri? Vielleicht kann mir das eine Idee geben. Mich? Das ist schwer zu beantworten. Da gibt es viele Dinge. Wie lesen? Lesen ist etwas, das ich sehr leidenschaftlich. Precisely? Eigentlich ist das precisely ist präzise, oder? Präzise. Lesen ist etwas, über das ich sehr passioniert bin. Du kannst Inspiration von allem nehmen. Selbst die kleinen Dinge. Selbst die kleinen Dinge? Gibst du mir reassuring nod? Ach so, nickt mir beruhigend zu. Und you seem to very educated on the matter. Du scheinst sehr gebildet zu sein. Nun, danke. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Experte bin, aber ich genieße es. Fühlst du dich nur inspirierter? Ja, ich denke, ich habe eine gute Idee.
Gleeful. Er lächelt mich fröhlich an. Wundervoll. Ich glaube, du wirst mit einem Meisterwerk ankommen. Bald wirst du ein Meisterwerk erfinden. Haha, darüber bin ich mich nicht sicher, aber danke. Sie schaut auf ihr Telefon und checkt die Zeit. Ah, es tut mir leid, aber ich muss nach Hause. Ich muss noch etwas Hausarbeit erledigen. Oh, natürlich. Ich habe selbst nicht auf die Zeit geachtet. Einen schönen Abend noch, Yuri. Dir auch, Sensoras. Viel Glück mit dem Schreiben. Ich werde mein Bestes tun. Yuri steht von der Bank auf und läuft nach Hause. I call out to her within a reasonable distance to speak. Hä? Hey, Yuri? Sie dreht sich um. Hm? Danke für deine Anleitung oder für deinen Rat. Du bist sehr hilfsbereit. Yuri lächelt. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Yuri lächelt nochmal und geht weiter. Ich sitze still da. Scheiße, wie lange sitzt denn der da? Oh, halt, warte, ja. Es sind ungefähr schon 30 Minuten, wie ich angefangen habe, mein Gedicht zu schreiben. Was für Ding? Ich überprüfe sie auf Rechtschreibfehler und Möglichkeiten, sie zu verschärfen, um die Stimulation zu beeinflussen. Okay. Und fertig. Es ist nicht perfekt, aber ich denke mal, es geht. Ich denke mal, ich muss warten und schauen, was die Mädchen sagen. Für jetzt, ich sollte nach Hause gehen. Es wird bald dunkel. Ich gehe durch meine Vordertür in meine Küche. Ich bin ein bisschen hungrig. Ich habe nicht sehr viel gegessen heute. Ich mache mir selbst ein Sandwich und setze mich an den Küchentisch. Das Sandwich war in Ordnung. Es ist nichts, was meine Mutter normalerweise macht. Oder es kann nicht mithalten, was meine Mutter normal macht. My parents are usually away from home. Meine Eltern sind normalerweise nicht zu Hause, deswegen mache ich mir mein eigenes Essen. Ich hätte sie am liebsten öfter um mich herum, wenn ich ehrlich bin. Anyone really for the matter. Das übersetzt es mit eigentlich jeder. Ach, keine Ahnung. Aber ich bin jetzt so lange alleine, dass ich mich daran gewöhnt habe. Ich beende das Essen und gehe jetzt in mein Zimmer hoch. Ich gehe in meinen Raum, wechsle meine Schuluniform in irgendeine normale Klamotten. Es fühlt sich jedes Mal gut an. Ich lege auf mein Bett in Stille. Es ist Zeit für mich, etwas Ruhe zu finden. Es war ein langer Tag. Und es wird ein langer Tag morgen. Akt 1, Kapitel 2, eine neue Perspektive. Ich denke mal, an der Stelle speichern wir jetzt mal. Und spielen dann. Ja, wir spielen dann anders mal weiter. Ich würde es auf jeden Fall gern weiter treiben. Treiben? Irgendwie so. Wir können den Volume mal ein wenig runter machen. Ich weiß gar nicht, ob das beim nächsten Mal auch ist. Jedenfalls bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Und scheint damit mit dem Übersetzen ganz gut klar zu kommen, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr versteht das meiste. Mit meinem Gebrabbel und meinem Google-Übersetzer, der da... Alter, der braucht echt nicht so viel Strom. Geht eigentlich. Ich habe jetzt Stunde aufgenommen, eine Stunde offen gehabt und dann vielleicht 10% gefressen. Ich hätte eigentlich gedacht, das ist mehr, aber das Handy hat auch einen guten Akku, muss man dazu sagen. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal bei Doki Doki Outcast, wenn es um die Yuri geht. Macht's gut und Servus.